Horido und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen, beziehungsweise klein ist es nicht, aber zu einem ganz besonderen Video. Jawohl, ich habe es ja schon vor längerer Zeit mal angekündigt. Dort hinten liegen schon seit geraumer Zeit jede Menge Lego-Sets von Lego Star Wars und ich bin bisher nie wirklich dazu gekommen, aufgrund der ganzen Aufnahmen mich mal in Ruhe hinzusetzen und das gute Stück, beziehungsweise die guten Stücke mal aufzubauen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich habe ein bisschen Zeit gefunden und wir widmen uns heute dem größten aller Packages, beziehungsweise dem größten aller Sets, das ich hier so habe. Es werden noch einige weitere Folgen. Was genau, das verrate ich an dieser Stelle natürlich noch nicht. Aber heute widmen wir uns dem wunderhübschen Millennium Falcon. Das gute Stück, das von Han Solo und Co. befahren oder beflogen wird, ne? Natürlich mit, wie man sie alle so kennt. Natürlich mit Han Solo, ist natürlich klar. Dann gibt's auch den guten Chewie. Dann den guten Finn. Das ist ein neuer Charakter, glaube ich. Ist der neu? Ich glaube, der ist neu. Ich weiß es nicht. Dann natürlich noch den Kanji Glup, Gangmitglied. Und natürlich auch ein BB-8. Ja, den gibt's natürlich auch. Das ist ja einer der neuen Droiden aus Star Wars Episode 7. Und das reimt sich, das ist gut. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie will er das Ding denn zeigen, beziehungsweise wie will er das machen? Ja, das ist das Ding. Ja, das ist der Millennium Falcon von Lego Star Wars. Und das war's dann auch schon. Tschüss! Nein, Quatsch. War natürlich nur ein Witz. Du bist so lustig, Tobias. wie will ich das gute Stück zeigen? Ich werde die Kamera gleich an mein Stativ klemmen. Und dann bauen wir das Ding einfach gemeinsam auf. Ich weiß nicht, die gute Ali ist natürlich auch mit am Start, die hilft mir natürlich beim Aufbauen, aber ich weiß nicht, wie lange sie durchhält, weil das ist schon ein sehr großes Schiffchen. Das ist ungefähr so von der Bauweise her oder von der Länge wahrscheinlich so wie das Teil hier, wie der AT-AT. Müssen wir mal gucken, ich weiß es nicht, ob sie das komplett durchsteht. Ich versuche es auf jeden Fall eisern durchzuhalten. Ich hoffe, die Kamera macht auch mit. 6 Stunden kann ich ungefähr aufnehmen in dieser Videoqualität. Ich denke, das müsste klappen. Ich weiß es aber natürlich auch noch nicht. Wir können uns aber die Packung auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da oben sehen wir nochmal die Charaktere. An der Seite sehen wir natürlich auch nochmal, was das gute Stück alles kann. Und boah, alter Schwede. Und da sehen wir, wie das gute Stück der Millennium Falcon dann aufgeklappt aussieht. Also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Hat auch noch ein paar Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel diese Schussknöpfe, womit ihr dann eben diese Laserstrahlen abschießen könnt. Es gibt verschiedene Sitzplätze, wo die sich hinhocken können, die ganzen Herrschaften. Und natürlich auch da unten diese Glocke. Also alles ganz cool. Und vor allem auch sehr detailreich. Und ich habe es ja angekündigt gehabt, im Zeichen des Hypes von Star Wars Episode 7... gibt es öfter mal so ein Video und wie gesagt, ich kann ja mal kurz da hinten hin switchen. Ja, da hinten, wer sie entdeckt, kleines Wimmelbild, sind noch weitere von diesen wunderschönen Star Wars Sets. Wie gesagt, ich bin im Moment noch ein bisschen in Verhandlung mit Lego Deutschland sozusagen, beziehungsweise mit der PR-Firma, die das Ganze leitet hier in Deutschland, dass wir noch mehr von dem ganzen Zeug bekommen und vielleicht ist da ja sogar eine kleine Verlosung drin. Wir schauen einfach mal, was da so möglich ist. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt schon mal für dieses Intro bei euch. Und ich würde sagen, dann geht's halt mal los. Nicht wundern, die Lichtverhältnisse sind vielleicht ein bisschen anders, weil ich das, wie gesagt, abends aufbaue. Und das hier habe ich am Tage schon bereits aufgenommen im Voraus. Und naja, wie gesagt, viel Späßchen. Und ich würde sagen, wir quatschen uns dann nochmal, wenn das gute Stück fertig ist, ne? Bis dahin, Horido und viel Spaß!
Ja, liebe Freunde, das war's dann auch schon. Da haben wir das gute Stück auch schon endlich aufgebaut, was für euch gerade mal ein paar Minütchen gedauert hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Ding am Ende gedauert hat, aber was für euch nur ein paar Minütchen gedauert hat, weil Timelapse, hat für mich tatsächlich fast 3 Tage gedauert. Ihr habt's gesehen, ich habe öfter mal andere Klamotten angehabt, dann stand die Kamera mal ein bisschen anders. Das ist halt alles noch so ein bisschen ausbaufähig. Aber ich habe das Ganze im Wohnzimmertisch drüben gemacht, weil das Teil so riesig ist, dass ich hier wirklich nirgendwo anders eine Möglichkeit hatte, die Kamera wirklich auf einem festen Stand zu lassen und dann wirklich immer nur halt am nächsten Tag weiterzubauen. Das ging leider nicht, habe ich leider nicht hinbekommen. Aber der Millennium Falcon von Lego Star Wars ist endlich fertig und er hat über 1000 Teile gehabt. Also das ist hier, das da, ja, ist da wirklich ein feuchter Furz gegen, ja. Oder, ja, wobei es könnte, ich weiß gar nicht, ich glaube, es könnte sein, dass dieses gute Teil hier, dass der auch so viele Teile ungefähr hatte. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Hier ist er nochmal, der Millennium Falcon. Ich habe ihn mal auf meinem Sky Receiver aufgebahrt. Ja, und falls ihr mal einen Handvergleich haben wollt quasi, das ist meine Hand. Ja, und dann seht ihr mal, wie groß, ich meine, meine Hand ist schon ziemlich groß und fett. Ja. Aber da seht ihr mal, wie groß dieses Teil am Ende dann wirklich ist. Ja, also auf jeden Fall ein richtig schniekes Lego-Stückchen, das man sich da aufbauen kann. Das Aufbauen macht ja auch immer wieder Spaß. Und hier vorne sieht man noch Han Solo, ja. Dabei ist er gar nicht mehr Solo, der hat doch Prinzessin Leia, Mann, was ist das denn für ein Scheiß? Naja, ziemlich geiles Teil auf jeden Fall, kostet summa summarum, ich dreh mal wieder, kostet summa summarum so um die, ja, 150 Euro, wenn ihr es jetzt vielleicht Richtung Weihnachten so ein bisschen im Angebot habt oder sowas, dann könnt ihr das vielleicht auch sogar schon für 140, 130, whatever kriegen. Aber das Ding ist, wie auch schon der erste Millennium Falcon, extrem, extrem limitiert. Also ihr solltet euch ranhalten, wenn ihr das gute Stück haben wollt. So, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch denn diese Art des Videos gefallen hat. Das war mal ein bisschen was anderes und es würde mich interessieren, ob ihr denn mehr von solchen Lego Let's Builds oder sowas sehen wollt. Ich habe da hinten noch ein paar Lego-Sachen liegen, ja, also so ein paar Sachen sind noch da, auch ein paar kleinere Sachen, jetzt nicht so riesig. Eine große Sache habe ich noch da, dazu wird es auf jeden Fall noch ein Video geben, ob ihr das wollt oder nicht, das ist mir relativ egal, ja. Aber zu den anderen 3 kleinen Sachen, die ich da noch liegen habe, und es kommt ja noch ein bisschen was raus jetzt, es ist ja Weihnachten, ne, da kommt ja noch ein bisschen was und ich werde mir auf jeden Fall alles Mögliche kaufen, was ich in die Finger kriegen kann. So viel steht, glaube ich, fest. Naja, wie gesagt, ein Lego Let's Build wird es noch geben und ihr könnt mir da mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr sowas cool findet, ob ihr euch sowas gerne anguckt, ob ihr selbst auch Lego baut, würde mich mal interessieren. Und naja, dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Ich persönlich muss sagen, ich liebe Lego, ja, auch wenn ich schon etwas im reiferen Alter bin, also was heißt reiferes Alter, ich bin 23, aber mit 23 baut man normalerweise kein Lego mehr, aber ich muss persönlich sagen, ich mag das einfach, ich mag das Aufbauen. Ich mag dieses gemütliche Dasitzen, das entspannt irgendwie so ein bisschen, ja. Dann mag ich das gemütliche Aufbauen und dann hast du halt echt was Cooles im Schrank stehen, wie zum Beispiel diesen Millennium Falcon. Ja, wie gesagt, ich finde es ziemlich cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt und ansonsten hören und sehen wir uns in einem der anderen Videos oder irgendwann auch immer. Ich weiß es nicht, meine Haare sind wieder toll, ne? Schön. Hammer. Naja, bis dahin, tschüss.